und ich komme in meiner Garage. Heute haben wir den letzten Japaner. Und der letzte Vierer gleichzeitig. Type 1, Shihei. Medium. 350, 300, 240 PS, 44 Stundenkilometer schnell. War eine Panzerung 50, 25, 20 und die Turm 50, 35, 25. War 56 bis 94 Granatenschaden und der Durchschlag 65 bis 109. Feuergeschwindigkeit 25 Schuss. Sichtweite 340 und Funkreichweite 550 Meter. Also ziemlich identisch und leichter. So, die Chihiro hat drei Pakete. Grundpaket. 240 mm Gun-Type 1, 22,22 Schuss in der Minute. Durchschlag 81,22, 25 und Schade 70, 70, 90. Dann kriegt beim nächsten Paket eine bessere Kette, einen besseren Motor. Dann gibt es noch ein unteres Paket, aber das habe ich schon mal nicht geholt. Das ist so Adi-Geschütz. So, also, naja, okay, das war ein Durchschlag. Also, durch den Durchschlag geringer mit 70, 138 und der Schade war das 110, 110, 175, war 50 Schuss in der Minute. Oder halt der 75 mm drauf. Ich hab mal aber die Experimental 57 mm genommen. Ganz schön. 25 Schuss in der Minute, Durchschlag 87, 131, 29 und Schade 75, 75 Schuss. Da dann auch in anderen Turm dann. Ich glaube, die Lücke ist ein bisschen flacher da, soweit ich weiß. Ich mache das nie. Und sieht das genauso aus, auch wieder links der Seeschlitz, also der Fahrerseeschlitz, denke ich mal da. Wo man halt drauf schießen kann und entgehe. Und die Einstiegsluke oben, die ist ziemlich hoch, also höher als die von Hero. Da kann man jedenfalls ordentlich gut treffen, wenn man da drauf fällt. Mal auf den Schieß. Da habe ich jetzt nur eine kleine Ersatzteilkiste drin, das andere spare ich mal, weil ich da nicht fahre. Keine Schärfe nur an der Zerkiste, das übliche halt, was ich halt immer mal mache, aber wie gesagt, das ist keine Richtlinie. Kann jeder selber einbauen, wie gesagt, wenn er offensiv fährt, baut man sich halt was schnelleres. Ich meine, was soll denn sagen? Beim langsamen Ladegeschwindigkeit Aussetzer drauf gemacht, wenn man mehr sich, ich meine, Medium fährt man, da können wir ein bisschen offensiv oder mehr wie ein Sniper. Und da ist halt die Tarnitz dann auch wieder nicht schlecht. Schärfenrohr, dass man weiter gucken kann halt. Was auch nicht passiert, dass man dauernd aufgedeckt wird und abgeschossen wird oder so. Und wenn man sowieso steht als Sniper, ist sowieso besser, Schärfenrohr drauf zu machen, um frühzeitig den Gegner zu erkennen. Und schon später Kiste, wenn man es nicht gelernt hat, kann man sich mal drauf machen, am Anfang sowieso. Wenn man es dann später mal gelernt hat, bei Reparatur und so, kann man sich eigentlich sparen. Aber ich sage, ich mach's nur drauf, weil halt das Kopfgeld kostet, es wieder auszubauen. Kann man individuell selber entscheiden, wie man, was man so am besten einbauen will. Ich sollte, wie man es halt benutzt und wie man halt fahren tut damit. Aktiv oder mehr defensiv. Früher bin ich ja nur defensiv gefahren. Zeitlich ist an, was ich gut gesprungen, was man macht. Was früher konnte man sich die Zahnen fallen, das hätte ich mir schnell aufgedeckt worden. Zwischenzeitlich kann jeder auch fahren, der Panzer hat dich schneller aufdecken als du, obwohl du versteckt dich und so und Panik zwischen ganze Käste. Darum gebe ich da auch nichts mehr drauf. Die ganze Kanone als andere. Kann man genauso gut oben rumfahren. Wird man auch nicht schneller abgeschossen, als wenn man versteckt ist. Und dann tut man sich spare Abschüsse, wird, weil die auch schneller sehen, als du getan bist. Und Witz ein bisschen aus.
So, wir sind manchmal oberst hier. Die Vierer. Geht ich halt 3-3, das war okay, also hauptsächlich Vierer. Ist endlich wieder kühler, war schwer zu fallen. Mal jetzt aus September. Hochsommer dürfte rum sein. Okay, mit Fischstifte Los geht's! kleben. Okay, mach auf vor, da oder hin mit Leinsen. Hey, wir haben auch keine der beiden Mädels. Wie schwer ist die Tiere sind. Ja, es geht mir nach vorne rum. Ja. Gesichtet. Jo, ich die Granate jetzt gleich nicht. Kritischer Treffer! Kritischer Treffer! Ja, das war jetzt einfach. Ich muss aber auch noch vor den Weg stellen. Das war direkt neben uns. Wir haben sie böse erwischt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Motor wurde beschädigt. Er zieht nicht mehr. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Fahrzeug ausgeschaltet. Ah, wie schnell da ich schießen kann. Nix Tasche da. Okay. Ich weiß nicht, ich habe so eine Ekel vor dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich noch weitermache. Also. Mindestens den letzten Mittwochaufnahmen. Also ich mache das in anderer Ordnung. Ich werde heute noch 7 Tage bleiben. Ich hätte keinen Bock mehr von Dreck. Wäre zeitlich sowas nicht passiert. Nee. Ich muss mir jetzt halt die Schütze und hab's nicht geschafft und dann krieg ich halt hier auch nicht Druck. Five Deckless.
aufladen, weil ich nicht so weit bin. Warte mal, da bleibt halt nichts mehr euch als. Aber was ich würde, das irgendwie bleiben. Das war eine kleine Panzerung, die hat sich geschossen. Der Valentin schon weg ist. Genau, weil viele Panzerung hat. Und Rolf, was jetzt wieder aufgeklickt, wenn man die Kippe dann durchstellen und dann. Jetzt kommt der Anna. Mhm. Das ist halt scheiße. Jetzt, okay, wenn er keinen Weg fahrt, kann er vielleicht noch Fehler übereinander. Schon rumdrehen, weil der andere vielleicht nicht mehr. Ah, ne. Wäre noch eine Chance. Ah, der Runde vorne. Dem anderen ist jetzt zu heiß geworden. Schon. M8A1. Nur halt der Vorteil, wenn dann ein Bandit steckt, dann schießt sie alle noch in den Bandit. Ein paar Sport, ich hab wieder uns spannend. Das soll dann passen. Was ist Erhut, was sieht, wenn der Schuss halt nicht das geht, können wir nicht mehr packen. Hätten wir jetzt die Genüge. Jo, dann wär's das mit der Tier 4.